Und jetzt wieder willkommen bei unserer Elefantenrunde. Diesmal zu einem historischen Thema. Kohl und Gorbatschow haben im Kaukasus den Frieden für Europa besiegelt. Wie viel Mann braucht also eine gesamtdeutsche Armee? Es diskutieren zu meiner Rechten Gerhard Stoltenberg und Manfred Wörner, sowie zu meiner Linken Hans-Dietrich Genscher, Hans-Jochen Vogel und als Überraschungsgast Boris Becker. Herr Becker, auch schon zu früheren Zeiten, als Sie noch als treuer Kohl-Vasall galten, haben Sie sich mit der Bundeswehr nicht so recht anfreunden können. Warum nicht? Weil ich damals geglaubt habe, dass ich mein Vaterland auf dem Kord genauso verteidigen kann. Zum Beispiel gegen so bösartige Australier wie den Pat Cash. Aber also mittlerweile habe ich also irgendwie so keine Feinde mehr. Ja, Herr Wörner, bitte sehr. Kamerad Becker, ich sage Ihnen eines. Hätten Sie rechtzeitig dienen gelernt, eine solide Grundausbildung an Leib und Seele genossen, dann würden uns heute wohl Ihre weiblich-weichlichen Hysterieanfälle auf dem Tennisplatz erspart bleiben. Da kann ich dir nur zustimmen, Manni. Was der Rekrut Becker in den ersten beiden Finalsitzen von Wimbledon gezeigt hat, hat mich fatal an die weinerlichen Entgleisungen eines frustrierten Kriegsdienstverweigerers erinnert, der seinem Gegner erst sämtliche Backen hinhält und sich dann hinterher wundert, dass ihm einige Zähne fehlen. Aber meine Herren, die Frage ist doch die, wie viel Mann brauchen wir nun wirklich zur Aufrechterhaltung der Verteidigungsbereitschaft gegen nicht vorhandene Feinde? 370.000, damit mag sich der Kollege Stoltenberg Zähne knirschend arrangieren, aber warum denn nicht weniger? Richtig, Herr Kollege Vogel. Auch ich setze da ganz auf den bewährten David- und Goliath-Effekt, der besagt, dass ein Kleiner jederzeit einen Großen übers Ohr hauen kann, wenn er nur listig genug ist. So funktioniert seit Jahr und Tag die Taktik der FDP. Und so könnte auch eine zahlenmäßig dezimierte Bundeswehr funktionieren, klein, aber gemein. Aber Herr Genscher, da geben Sie mir gleich das richtige Stichwort. Klein, aber gemein, das trifft doch alles haargenau auf den Albaner zu. Der Albaner ist die letzte rote Laus im freien Pelz des europäischen Marktes. Der Albaner ist der Ostblock der Zukunft. Und um Albanien in Schach zu halten, da brauchen wir keine 200.000 weinerliche Rasenbeißer. Da brauchen wir mindestens 370.000 eisenharte Burschen. Herr Becker, Sie haben es gehört, eisenharte Burschen sind wieder gefragt. Männer mit Nationalgefühl und Vaterlandsliebe. All das scheint Ihnen ja durch Ihre Affäre mit der roten Karin abhanden gekommen zu sein. Und nun wird Ihnen auch noch eine Liaison mit dem ehemaligen Honecker-Groupie Katharina Witt nachgesagt. Wählt Boris Becker künftig die PDS? Also, ich kenne eigentlich nur die LBS, aber eine Bausparkasse kann man ja nicht wählen. Aber jetzt mal im Ernst. Also, ich wähle die Grünen genau wie der Herr Vogel. Vorsicht, junger Freund, Sie scheinen da etwas zu verwechseln. Kindermund tut Wahrheit kund. Kamerad Becker, Sie sagten doch eingangs, Sie hätten keine Feindbilder mehr. Hand aufs Herz, Stefan Edberg wäre das nicht ein ideales Feindbild für Sie. Und mit ihm die gesamte schwedisch-sozialistische Unkultur. Dieser ständig nackten, zügellos kopulierenden Knäckebrot-Anarchisten. Also, der Edberg ist nicht mein Feind. Ich sehe den eher als eine Art Spielkamerad. Ich meine, klar. Wenn ich gegen den Stefan verliere, dann ärgere ich mich, aber dann nimmt er mich hinterher. Also, immer so ganz zärtlich in die Arme und ja, wir drücken uns ganz fest und so. Nur ein Wort, Kamerad Boris! Und ich übergebe mich öffentlich. Da schließe ich mich an, Manni. Sie auch, Herr Genscher? Nein, ganz im Gegenteil. Ich finde es gut, wenn ein Mann zärtlich sein kann, auch zu anderen Männern. Ich habe überall Freunde.
in allen Parteien. Ich speise mit Helmut zu Abend und frühstücke morgens bei Oskar, weil ich so zärtlich und flexibel bin.